Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Messmethoden. Dazu beschäftigen wir uns vor allem mit Messmethoden mit Ampermeter und Voltmeter. Und wir lernen die spannungsrichtige und die stromrichtige Messung kennen. Außerdem schauen wir uns an, was es sich mit der Vierpunktmessung auf sich hat. Bei der Strom- und beim spannungsrichtigen Messen ist eigentlich das Ziel, den Strom und die Spannung an einem Widerstand richtig zu messen. Wo ist das Problem, denken Sie? Ganz einfach, ich erkläre es Ihnen. Nehmen wir mal an, wir hätten hier einen Widerstand und um den Widerstand zu bestimmen, müssen wir möglichst genau die Spannung und den Strom gleichzeitig messen. Das heißt, wir messen also beispielsweise als erstes die Spannung an unserem Widerstand mit einem Multimeter und das funktioniert auf jeden Fall richtig, denn unser Messgerät sieht auch die Spannung von unserem Messobjekt, das heißt, die Spannung ist richtig, wir messen hier spannungsrichtig. Wenn wir aber jetzt zusätzlich den Strom messen wollen, dann müssen wir berücksichtigen, dass unsere Messgeräte leider nicht ideal sind, sondern real. Und das bedeutet, dass durch unser Voltmeter ein Messstrom IV fließt. Das heißt, der Strom, der durch unser Ampermeter hindurch fließt, ist nicht derselbe, der durch den Widerstand Rx fließt, sondern es fließt zusätzlicher Strom durch das Voltmeter. Das bedeutet, wir machen einen Fehler bei der Strommessung. Schade. Das heißt, wir können diese Messung eigentlich nur dann anwenden, wenn wir einen vergleichsweise großen Strom durch unseren Widerstand haben, sodass dann der ziemlich kleine Strom durch das Voltmeter nicht so sehr ins Gewicht fällt. Das bedeutet, die spannungsrichtige Messung wenden wir vor allem dann an, wenn wir vergleichsweise kleine Widerstände messen. Kleiner Widerstand ist dann relativ gesehen bezogen auf den Innenwiderstand vom Messgerät. Der Widerstand sollte also deutlich kleiner sein als der Innenwiderstand von unserem Voltmeter. Jetzt werden Sie sagen, dann messen wir doch einfach den Strom zuerst, dann haben wir den doch richtig. Gut, können wir machen. Das heißt, dann messen wir eine stromrichtige Messung, denn der gesamte Strom durch unseren Widerstand fließt ja eben dann auch durch das Ampermeter. Das heißt, da machen wir keinen Fehler, die Messung ist stromrichtig. So, wenn wir jetzt zusätzlich das Voltmeter anschließen, dann müssen wir das ja praktisch über die gesamten Anschlüsse parallel schalten. Sonst hätten wir die Schaltung wie oben auch. Ne? Das heißt, wir schauen uns jetzt an, wenn wir die gesamte Spannung über allem messen, was wir dann für einen Fehler machen. Und dann stellen wir fest, zu dumm. Das Ampermeter ist ja auch ein reales Ampermeter, hat also intern noch einen Spannungsabfall. Ja, es hat einen Innenwiderstand und deswegen messen wir eine zusätzliche Spannung, die noch auf die Spannung von unserem Messobjekt hinzukommt. Das heißt, unterm Strich gesehen, messen wir hier auch bei der Spannungsmessung falsch. Ja, offensichtlich ist es nicht so ohne weiteres möglich, beide gleichzeitig vernünftig zu messen. Deswegen merken wir uns diese stromrichtige Messung, die machen wir dann, wenn wir sowieso nur einen kleinen Strom haben und die Spannung am Ampermeter daher nicht so sehr ins Gewicht fällt. Das bedeutet also, eine stromrichtige Messung machen wir dann, wenn wir einen großen Widerstand haben. Großer Widerstand heißt in diesem Fall relativ gesehen zum Innenwiderstand des Ampermeters. Das heißt, wenn der Widerstand also wesentlich größer ist als der Innenwiderstand von unserem Ampermeter,
dann ist sicherlich eine stromrichtige Messung angesagt. Wir können, um den Widerstand eines Elementes exakt zu bestimmen, erst eine spannungsrichtige Messung mit Strommessung, dabei eben mit dem falschen Strom messen, und dann eine stromrichtige Messung machen und dann eben mit der falschen Spannung messen. Und dann können wir beide Messungen miteinander verrechnen, um auf den wahren Widerstandswert zu schließen. Ja, meine Damen und Herren, es macht wenig Sinn, in dem Fall nur einmal die Spannung alleine zu messen und einmal nur den Strom alleine zu messen, weil nämlich bei den unterschiedlichen Messungen der Strom durch das Messobjekt, wenn wir ihn gerade nicht messen, anders sein kann, als in dem Fall, wo wir ihn messen. Also verlassen Sie sich nicht darauf, messen Sie zweimal Spannung und Strom, einmal stromrichtig, einmal spannungsrichtig. Wir werden dann allerdings auch noch auf weitere Probleme stoßen. Schauen wir uns einmal diesen Widerstand an hier. Ja, es ist wirklich ein Widerstand, denn diese Messingstäbe hier haben einen, wenn auch kleinen Widerstand. Er liegt irgendwo im Mikroohmbereich, aber für Hochstromanwendungen wird dieser Widerstand tatsächlich genutzt, um den Spannungsabfall über diesen Widerstand zu messen und damit praktisch den Strom zu erhalten. So, dazu müssen wir aber wissen, wie groß ist dieser Widerstand denn tatsächlich. Und wenn wir den ganz einfach mit einem Multimeter messen wollten, einfach auf Widerstandsmessung Spitzen dran halten und messen, so werden wir sehr wahrscheinlich einen groben Fehler machen. Denn was wir bei dieser Messung jetzt nicht berücksichtigt haben, ist, dass wir Kontaktwiderstände haben. Einmal durch die Bananenbuchsen im Messgerät selber und vor allem eben die Messspitzen am Messobjekt haben also Übergangswiderstände, die durchaus im Milliohmbereich liegen. Und das heißt also, diese Widerstände liegen in Serie zu unserem Messobjekt. Und wenn wir sehr kleine Widerstände messen, können wir es vergessen, dann messen wir im Grunde nur diese Kontaktwiderstände und das ist Quatsch, die brauchen wir nicht. Ja, wie kommen wir denn da jetzt weiter? Ganz einfach, wir machen eine sogenannte Vierpunktmessung. Die entspricht im Grunde der spannungsrichtigen Messung. Und in dem Fall machen wir es halt so, dass wir einen Strom einspeisen, allerdings eben über separate Leitungen schließen wir eben eine Quelle an und messen den Strom, der durch das Messobjekt hindurchfließt. Sie sehen, dann haben wir zwar die ganzen Übergangswiderstände, aber die stören uns nicht weiter, denn in einem Stromkreis ist der Strom überall gleich groß. Das heißt also, der Strom, den wir mit unserem Multimeter messen, der fließt auch durch unser Messobjekt. So, wir haben hier eine spannungsrichtige Messung, erkläre ich Ihnen jetzt warum. Dann messen wir die Spannung an unserem Messobjekt, aber mit einem extra Messgerät und vor allem mit extra Kabeln, die wir dann also möglichst dicht am Messobjekt anschließen. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben dann jetzt noch einmal Übergangswiderstände von den Spitzen und am Multimeter selber auch. Eigentlich haben wir jetzt noch mehr Widerstände zu betrachten als in der Zweipunktmessung. Aber jetzt können wir Folgendes berücksichtigen. Der Innenwiderstand von einem Voltmeter ist normalerweise sehr klein. Das heißt also, es fließt sehr wenig Strom, vor allem im Vergleich zu dem Strom, der durch unser Messobjekt fließt. Das heißt also, der Spannungsabfall an unseren Kontaktwiderständen, der ist auch sehr klein und im Vergleich zu der Spannung, die wir messen wollen, dann vernachlässigbar. Das heißt, auf diese Weise messen wir mit dem Voltmeter praktisch direkt die Spannung an unserem Messobjekt und mit dem vernachlässigbaren Strom durch unsere Kontaktwiderstände haben wir auf die Weise, dass der Strom sehr klein ist, praktisch die Kontaktwiderstände rausgerechnet. Die fallen nicht ins Gewicht.
Das heißt, unterm Strich gesehen fallen sowohl beim Stromeinspeisen als auch beim Spannungsmessen die Kontaktwiderstände raus und wir können exakt Strom und Spannung an unserem Messobjekt bestimmen und auf die Art und Weise den Widerstand von sehr kleinen Messobjekten bestimmen. Ja, damit möchte ich für heute schließen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.